Hallo und herzlich willkommen zu den Gartenvideos von Lubera. Die Erdbeeren blühen. Höchste Zeit, sie mit einer kleinen Mulchschicht zu verwöhnen. Warum mulchen wir die Erdbeeren? Das hat mehrere Vorteile. Die Erdbeeren sind durstig, die brauchen viel Wasser, damit schöne Früchte entwickeln. Die Mulchschicht schützt den Boden vor Verdunstung. Außerdem liegen die Erdbeeren dann oben im Sauberen und nicht auf der Erde. Wenn man Erdbeeren wäscht, dann verwässern sie leicht. Wenn sie auf dem Mulch liegen, muss man sie nur ganz kurz abbrausen und kann sie dann genießen. Mulchen hat also nur Vorteile. Außer vielleicht, wenn ihr ziemlich viele Schnecken habt, unter Mulch können sich Schnecken auch ganz gut verstecken. Aber da habe ich gleich noch einen Tipp für ein Mulchmaterial, was Schnecken nicht so sehr mögen. Diese Erdbeeren hier haben wir mit Stroh gemulcht. Stroh ist ein ziemlich gutes Mulchmaterial, ist einfach zu kriegen, kostet nicht viel, einfach um die Erdbeeren drumherum verteilen und gut ist. Wenn ich mit Stroh mulche, dann gebe ich denen kleine Portionen Dünger mit. Erdbeeren werden eigentlich jetzt nicht gedüngt. Die Hauptdüngzeit für Erdbeeren ist nach der Ernte im August. Aber das Stroh, das braucht beim Verrotten, verbraucht das Stickstoff. Und deswegen streue ich da so ein kleines bisschen Hornmehl dazu, damit es nicht der Erde den Stickstoff entzieht. Ihr habt kein Stroh, aber dafür jede Menge Rasenschnitt. Super! Rasen ist auch ein ganz großartiges Mulchmaterial. Rasen gibt beim Verrotten Stickstoff frei. Das heißt, ihr könnt euch hier sogar die Düngung sparen. Der Rasen ist quasi eure leichte Bodendüngung. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr Rasen in einer dünnen Schicht ausbringt und ihn dann am besten ein bisschen antrocknen lässt. Wenn man den zu dick ausstreut, dann fault er und gärt. Das wollen wir nicht. Einen kleinen Nachteil hat Rasen allerdings auch. Schnecken lieben Rasenschnitt. Wenn ihr also viele Schnecken habt, dann ist Rasen eher nicht zum Mulchen eurer Erdbeeren geeignet. Für diejenigen unter euch, die ihre Erdbeeren bislang mit Schnecken teilen mussten und deswegen auf Mulch verzichtet haben, habe ich jetzt den ultimativen Tipp für ein Mulchmaterial. Es ist ein bisschen freaky, aber es funktioniert. Das hier ist Schafswolle, die mir ein befreundeter Biobauer schenkt, weil er sie nicht vermarkten kann. Schafswolle kann ein Vielfaches von ihrem Eigengewicht an Wasser speichern und ich musste noch nie so selten meine Erdbeeren gießen wie in dem Jahr, wo ich sie mit Schafswolle gedüngt habe. Die legt man eben einfach so außen rum. Schnecken scheinen Schafswolle zu hassen. Jedenfalls hatten wir keine Schneckenprobleme, als die Schafswolle da lag. Und die Vögel scheinen davon auch so ein bisschen abgeschreckt zu werden. Schafswolle wirkt übrigens auch als leichter Dünger. Wenn sie sich zersetzt, zersetzt sich allerdings nur sehr langsam. Auf jeden Fall müsst ihr da nicht zusätzlich düngen. Und wenn ihr also irgendwie an Schafswolle rankommen könnt, das ist der ultimative Tipp zum Mulchen eurer Erdbeeren. Das war's zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den YouTube-Channel. Oder besucht die Homepage lubera.com. Dort erhaltet ihr Infos zu mehr als 5000 Pflanzen. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine gute Gartenzeit.